Servus Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Expeditionen-Guide für Outriders. Heute sehen wir uns die Expedition im Herzen der Wildnis an, wieder mit Live-Kommentar und Videobild von meiner Wenigkeit. Bitte sagt mir in den Kommentaren Bescheid, ob ihr es so lieber habt oder ob ihr lieber diese Expeditionsguides wie früher hättet, wo also das Gameplay läuft und ich mit einem hinterlegten Kommentar euch durch die Expedition führe. Auf jeden Fall freue ich mich über jedes Abo, jeden Like, jeden Kommentar, den ihr mir hinterlässt. Ich freue mich auf euer Feedback und ich freue mich auch schon, wenn wir uns mal bald auf Twitch sehen. Ich bin jeden Montag und Donnerstag live und ziehe euch gerne durch die Expeditionen. Nun aber zur Expedition selbst. Herzen der Wildnis ist eine Expedition, die ich als mittelschwer bis schwer einstufe. Das liegt vor allem am allerletzten Abschnitt der Expedition. Die ersten Abschnitte der Expedition sind nämlich einfach bis mittelschwer und erst der letzte Teil macht es so extrem knackig. Aber alles der Reihe nach. Wir beginnen ganz typisch für unseren Technomancer, die Gegner aus der Distanz abzuschießen. Ihr seht, die kleinen Bevoros und die Gift-Bevoros stellen kein Problem dar. Es spawnen hier auch noch keine Alphas und sobald die Gegner down sind, kommt eine Zwischensequenz. Oh, kommt bald eine Zwischensequenz, sorry. Kommen zuvor noch ein paar Gegner. Und sobald die down sind, kommt eine kleine Zwischensequenz und ein Behemoth erscheint. Vergesst nicht, nach der Zwischensequenz eure Bestkugel wieder zu aktivieren, auch euer Geschütz zu werfen, damit der Gegner eingefroren wird und euer Schaden sich erhöht. Und macht damit ein paar Crits auf den Behemoth ihm schnell den Garaus. Die restlichen Gegner sind dann auch kein Problem. Und ihr seht auch hier wieder, welche Arbeit unser Geschütz hier leistet. Es lenkt die Gegner ab und friert sie ein. Damit habt ihr dann den ersten Abschnitt schon geschafft, der wirklich nicht schwer war, und kommt zu unserem Lieblingsteil der Expedition in einem Obelisken. In diesem Fall ist der Obelisk meiner Meinung nach einer der einfacheren. Es kommen hier insgesamt drei Wellen an Gegner, dann ist es vorbei. Die erste Welle hat Alphas. Kleine Perforos, diese Gift-Vierbeiner. Ich möchte sie nicht Hunde nennen, weil ich möchte hier niemanden beleidigen. Sobald die down sind, geht's weiter. Jetzt der absolute Hit-Tipp von mir. Achtet auf die Minimap. Sobald unten rechts in der Minimap die ersten roten Punkte erscheinen, werft ihr euer Geschütz und dreht euch um 90 Grad. Jetzt kommen sie gleich. Jetzt werfen wir unser Geschütz. Kümmern uns um die Gift-Perforos und durch das Geschützwerfen haben wir einen erhöhten Schaden, können uns schnell um die Brutmutter kümmern. Ist jetzt ein kleiner Tipp von mir, damit ihr hier diese Runde sehr schnell schafft. Danach kommen nur noch ein paar kleinere Gegner und vor allem es kommen keine Alphas, wodurch dieser Obelisk meiner Meinung nach sehr gut machbar ist. Bis jetzt. Die nächste Runde machen wir wieder auf dieselbe Methode. Wir stehen bereit, achten auf die Minimap und sobald hier die ersten Gegner erscheinen, werfen wir unser Geschütz und drehen uns um und kümmern uns wieder um die Gift-Perforos. Zwar kommen die Gegner jetzt wieder, umdrehen und töten. Wir nehmen wieder den erhöhten Schaden aus dem Geschützwurf und kümmern uns hier oben um diesen Giganten. Ihr seht, wie schnell dieser down geht. Danach wieder um die Runde. Und natürlich, wenn es bei euch einmal knapp wird, nehmt Kälteeinbruch her. Tut mir leid, wenn ich es da jetzt so wenig verwende. Die Gegner sind mir noch nicht so nahe gekommen. Es kommt jetzt die dritte und die letzte Runde mit der gleichen Methodik. Geschütz werfen, umdrehen. Nur dass diesmal auch ein Alpha-Perforer dort hinten erscheint, den wir dann sofort mitnehmen. Geschütz werfen, umdrehen. Gift-Perforos töten, den Alpha töten. Und dann auf die Brutmutter gehen. Seht, wie schnell diese down geht. Danach sofort eine Kältebombe werfen, also Kälteeinbruch. Und ihr seht hier diese Spinnen, diese kleinen, die gibt es nur in dieser Expedition. Die explodieren, fügen euch Schaden zu und lassen euch brennen. Nicht praktisch. Und auch wenn ihr sie tötet, kann euch der Explosionsschaden zum Brennen bringen. Versucht sie also auf Distanz zu töten. Das war's aber schon mit den Obelisken. Es spawnen im Gegensatz zu den Marschlandhöhlen und den anderen Expeditionen keine weiteren Gegner, sondern wir können uns jetzt im Prinzip zurücklehnen und warten, bis der Obelisk ganz unten ist. Zusammengefasst können wir jetzt sagen, für den zweiten Abschnitt mit dem Obelisken werft das Geschütz, dreht euch immer um und macht diese Gift-Perforos down, die ich euch gezeigt habe,
und sobald die Gegner euch zu nahe kommen, Kälteeinbruch setzen und ein wenig weglaufen. Nutzt die Abschnitte, die Bereiche also wirklich zu euren Gunsten aus. Sobald wir hier durch sind, aktivieren wir wieder unsere Pestkugeln und schießen auf die Gegner. Wir bleiben dabei hier hinten in diesem Eingangsbereich. Wir gehen ein Stückchen vor, damit der Kriecher dort hinten spawnt, gehen aber dann wieder zurück und kümmern uns zuerst um die Gegner links und rechts von uns. Der Kriecher braucht ein gutes Stück Zeit, bis er zu uns kommt, und wir können die Zeit nutzen, um die anderen Gegner auszulöschen. Sobald diese down sind, können wir gerne ein wenig vorlaufen, achten dabei, dass uns der Kriecher nicht erwischt, und haben ihn erledigt. Spawnen gleich danach die nächsten Gegner, wir ziehen uns wieder zurück zu unserem Eingangspunkt, werfen verlässlich unser Geschütz, ihr merkt schon, das muss ich mir noch ein bisschen antrainieren. Und dieses erhöht nicht nur unseren Schaden, sondern beweist wieder einmal, wie gut es die Gegner unter Kontrolle hält. Wie auch dieser Alpha Perforo, der nicht zu uns gesprungen ist, sondern beim Geschütz bleibt. Verwendet das Geschütz also regelmäßig. Und sollte es hier einmal knapp werden, solltet ihr das Gefühl haben, oje, die Gegner kommen mir zu nahe, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Werft Kälteeinbruch, friert die Gegner ein. Und wenn auch das nicht hilft, ihr könnt zur Gänze zurück in den letzten Abschnitt. So treffen euch auch die Kriecher nicht mit ihrem Eisstrahl und ihr könnt noch mehr Abstand und Raum gewinnen. Die Lags, die ihr da immer wieder bemerkt, sind leider momentan dem Update geschuldet vom Spiel, wo immer wieder Lags auftauchen, wenn Kriecher auftauchen und gewisse Fähigkeiten verwenden. Tut mir leid. So, damit haben wir dann auch schon diesen Abschnitt bald erledigt. Ihr seht also, auch hier können wir den Trick super nutzen, einfach in die letzten Abschnitte zurückzulaufen. Weshalb Herzen der Wildnis bis dato eine eher einfachere Expedition wäre. Im nächsten Abschnitt können wir dieses Spielprinzip nämlich wiederverwenden. Wir kommen jetzt dann in einen Bereich, wo in der Mitte ein Baum steht, sehr viele Gegner spawnen und wir machen es uns als Technomancer gemütlich, bleiben hinten stehen und pflücken die Gegner wieder aus der Entfernung raus. Es spawnt dabei auch eine Brutmutter. Wie wir damit umgehen, sage ich euch gleich. Zuerst einmal Pestkugeln aktivieren und wieder aus der Entfernung auf die Alphas schießen, die ersten Kills machen und ja, im Prinzip zurücklehnen und töten. Klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber glaubt mir, wenn ihr euren Technomancer unter Kontrolle habt, stellt diese Situation hier kein Problem für euch dar. Und sollten die Gegner doch einmal näher kommen, habt ihr immer noch die Möglichkeit, den Kälteeinbruch zu verwenden, so wie hier, oder einfach ein wenig zurückzulaufen. Versucht aber immer hier, ungefähr hier zu stehen, wo ich auch stehe. Ihr braucht den Platz hinter euch dann spätestens, wenn die Brutmutter erscheint. Die nächsten Gegner spawnen. Wir führen unsere Kill-Serie fort. Und wir schmeißen auch hinter zwischendurch immer wieder unser Geschütz, um den Schaden zu erhöhen und das Gegner-Controlling zu verbessern. Behaltet die Minimap im Auge, sobald hier ein Totenkopf erscheint auf der Minimap, wissen wir, dass unsere Brutmutter spawnt und wir wissen, dass wir ein neues Ziel haben. Hier ist sie auch schon. Was wir jetzt machen ist, dass wir zuerst natürlich alle Gegner töten, die Kleinen, die uns zu nahe kommen, so wie auch diesen Alpha. Lasst also die Brutmutter gerne mal Brutmutter sein, die braucht ein Stückchen Zeit, bis sie bei uns ist und erst dann geht ihr auf sie los. Wichtig, ihr habt gesehen, die Brutmutter kam jetzt nicht dazu, ihre Fähigkeit zu verwenden, welche diese blauen Flammen hinterlässt. Wenn die Brutmutter dazukommt, achtet darauf, dass sie nicht in diesen blauen Flammen steht und ihr könnt dann einfach in den Bereich hinter euch wieder zurücklaufen, um Abstand zu gewinnen. Bis dahin also eigentlich eine sehr, naja, sagen wir, geradlinige und einfach gehaltene Expedition, welche jetzt jedoch knackig wird. Wir kommen zu einer Zwischensequenz und nach der Zwischensequenz kommen wir zum schwersten Teil dieser Expedition, der leider auch ein wenig Glück erfordert, meiner Meinung nach. Im nächsten Abschnitt nämlich ist es so, dass ihr in einen mittelgroßen Bereich kommt mit einem Baum in der Mitte und gleich zu Beginn spawnt ein Behemoth und kurz darauf zwei Kriecher. Und weil das noch nicht genug ist, spawnen noch diese Explosionsspinnen und andere Gegner.
Das heißt, wir haben hier wirklich auf engen Raum sehr viele Gefahrenquellen. Mein Tipp, ich kümmere mich hier zuerst um den Behemoth, da uns dieser sonst längerfristig sehr schwer auf die Nerven geht, staggert, Schaden zufügt etc. Leider bekommen wir ihn auch mit dem besten Gear noch nicht down mit einer Runde, müssen ihn also länger bearbeiten, setzen dann unseren Kälteeinbruch ein, versuchen hier in diesem Bereich zu bleiben. Ihr seht anhand der Minimap, wo die Gegner herkommen, versucht vor allem diese kleinen Spinnen schnell auszuschalten und dann Abstand zu den Totenköpfen zu gewinnen. Das sind nämlich die Kriecher, die schon auf uns warten. Und ihr merkt auch schon, dass hier irgendwas mit Giftkugeln auf uns schießt. Das sind die Insekten. Verwendet wieder Kälteeinbruch, sobald er ready ist, und versucht dann, einen Gegner nach dem anderen auszulöschen. Ihr seht, es ist hier extrem wichtig, dass ihr Prioritäten setzt. Zum Beispiel, solange die Kriecher ungefährlich sind, auf euch zugehen und keine Fähigkeiten einsetzen, ignoriert sie. Geht auf die kleinen Gegner, geht vor allem auch auf die Streaks, die euch Schaden zufügen können. Wie hier hinten. Und erst wenn die anderen Gegner gefährlich werden, auf die losgehen. Es kommen jetzt ein paar kleinere Gegner und versucht hier einen Fokus auf die Streaks zu machen, also auf diese fliegenden Insekten. Nehmt auch gerne Kälteeinbruch, um die Zeit zu gewinnen dafür. Denn es wird jetzt bald dunkel und dann spawnen nochmal Kriecher und ich glaube sogar eine Brutmutter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann seid ihr froh, wenn diese fliegenden Insekten nicht mehr hier sind. Ihr seht, was ich hier gerne mache, ist weiterhin kiten, den Abstand gewinnen. Und jetzt bald wird es dunkel und die Expedition erreicht ihr düsteres Ende, um es so zu sagen. Jetzt wird es eine Entscheidung spielen, wo ihr euch platziert habt. Ihr seht zum Beispiel bei mir, ich habe jetzt einen guten Abstand zu den Gegnern, aber unterschätzt die Situation nicht. Geht auf jeden Fall zuerst auf die Kriecher los, um die schnell down zu bekommen, auch wenn ihr ein bisschen Schaden einstecken müsst. Rollt um die Wette, lauft weg. Und jetzt seht ihr, habe ich hinter mir einen schönen Train. Also, ich habe jetzt hinter mir die Gegner gekitet und sie sind wie in einem Zugwaggon alle hinter mir in Reihenglied aufgestellt gewesen. Dadurch tue ich mir als Lechnomancer leichter, die Expedition, die Gegner umzubringen. Und mit dem letzten Kriecher haben wir dann die Expedition geschafft. Das heißt, zusammengefasst nochmal für den dritten Abschnitt. Ihr geht auf den Behemoth mit allem, was ihr habt, und bleibt an dieser Ortenstelle stehen. Ihr geht dann auf die kleinen Gegner und erst dann, wenn die Kriecher euch gefährlich nahe kommen, geht ihr auf diese los. Danach geht ihr auf die kleineren Gegner, bis es dunkel wird. Und sobald es dunkel wird, versucht ihr, die Gegner zu kiten und einen Train zu bilden, sodass die Gegner in Reihenglied hinter euch stehen. Aber ich sage es euch ehrlich dazu, ich habe jetzt auch zwei Anläufe gebraucht, bis ich diese Expedition geschafft habe. Es ist einfach auch ein wenig glückabhängig, denn wenn ihr da ein wenig Pech habt und der Behemoth aggressiver vorgeht, die Kriecher ein wenig schneller bei euch sein, kann es auch sein, dass ihr euch anpassen müsst und das Ganze anders sich abspielt. Daher mein Tipp an euch: Schaut, dass ihr schon genug Schaden mit einpackt, spielt die Expedition erst, wenn ihr ein wenig erfahrener seid, und nehmt zum Schluss diese Kite- und Zieh-Variante her. Ihr seht hier im Hellen, ihr könnt die Gegner hier perfekt um den Baum ziehen, um zum Beispiel die Kriecher-Attacken auszuweichen. Ich wünsche euch viel Glück bei dieser Expedition. Ich hoffe, der Guide hat euch geholfen. Hinterlasst mir ein Abo, ein Like. Bitte auch Feedback, ob euch die Guides so besser gefallen oder lieber wieder wie vorher mit Video und hinterlegten Kommentar. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Erfolg bei euren Expeditionen, viel Spaß bei Outriders und wir sehen uns bald wieder. Euer Dr. Coach.